bum 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 bum. Heute geht Ines mit ihrer Mutter einkaufen. Auch ihre Freundin Ellie darf mit. Ein Einkauf gibt zu reden. Ohne Reden bleibt vieles unklar. Oh mein Gott, ist so eine. Schau mal bitte. Was hast du noch gesagt? Ja, nicht. Zeig mal, welche. Ja, ja, wow, so, was sind das? Weißt du das? Mhm. Was ist das? Die sehen, die haben einen Stein drin. Ein Stein drin? Die sind mega fein. Und wie schmecken sie? Nach allen Sachen. Nach allen Sachen? Salzig und süß und bitter und sauer. Alles. Willst du ein paar einpacken? Ja. Wie schmeckt die leckere Frucht, die Ellie entdeckt hat? Die Mutter hört zu. Sie interessiert sich für das, was Ellie und Ines äußern. Ah, du meinst Aprikosen? Ja. Ah, also du hast von denen ein paar einpacken. Ja. Sie geht aufmerksam auf sie ein, fragt nach und erklärt. Du kannst eine Melone nehmen. Ich schmeck es nämlich gut. Hoppla. Sie geht eben immer ab, wenn sie da ist. Soll ich noch mal probieren? So, wir haben alle die ganze voll. Super. Danke. Oh, jetzt musst du eine Zahl mir sagen. Welche, was muss ich drücken? Da, schau. Was ist das da? Weiß ich nicht. Weißt du nicht? Das ist ein 2 und das ist ein 7. Du, jetzt kannst du drücken. Welche Zahl muss sie eintippen, damit das richtige Etikett rauskommt? Und muss auch die Wassermelone auf die Waage? Das alles will erklärt und besprochen sein. So viel Sprache bei einem ganz gewöhnlichen Einkauf. Oh, warte mal, musst fester, das hat irgendwie nicht. Jetzt ist gut. Super! Und jetzt musst du noch die grosse Tasche, da kommt der Zettel. So wächst ganz nebenbei der Wortschatz der Mädchen. Und die packen. Hier ist eben ein paar Stück, die muss man gar nicht wägen. Das ist noch gäbig. So. Ob bei Tisch, beim Spaziergang oder beim Einkaufen. Überall wollen sich Kinder mit ihren Bezugspersonen austauschen. Nutzen wir diese Chance. Erwachsene unterstützen die Sprachentwicklung der Kinder, wenn sie Dinge benennen und erklären, weiterführende Fragen stellen und neue Aspekte ansprechen.